über 2,5 Stunden gespielt. Lendl muss den Matchverlust verhindern. Seats quickly please, back in the court. Und 0:15. Großartiger Passierball von Ed. Und 0:30. Lendl wackelt. Und Edberg spielt famos. 3 Matchbälle für Edberg. Zwei Stunden und 38 Minuten. Erster Matchball für den Titelverteidiger, für Stefan Edberg. Zweiter Aufschlag Lendl. Wenn er das noch schafft, dann ist er ein Sensationsmann. Ein Matchball ist weg. Noch 2 Matchbälle für den Spieler. In der Manier eines Champions, eines großen Champions, hat er sich diese Matchbälle herausgeholt. Thank you, no flash on top of it. Zweiter Aufschlag, da wird Edberg alles riskieren. Ist am Netz. Und kann nicht verwerten. Lendl in der Defensive. Kommt gerade noch heran, aber spielt überlegt. 2 Matchbälle abgewehrt. 3. Matchball. Und Riesenjubel und gleichzeitig Aufmunterung für Ivan Lendl. Jetzt wäre ein erster Aufschlag einmal an der Zeit. Da kommt er! Ivan Lendl wehrt 3 Matchbälle ab. Endstand 4:5, 4. Satz.
Das ist Matchball Nummer 4. Tony Picard. Er sieht vielleicht das aufregendste Game des bisherigen Turniers. Vierter Match Palettberg. Und mit mächtigem Aufschlag abgewehrt von Ivan Lee. Gewinnt dieses Game noch. Wer hätte das noch für möglich gehalten? Es war ein Game zweier Allzeitgrößen des Tennis. Überhaupt keine Frage. Die Art, wie sich Edberg die Chancen herausgeholt hat, das war ganz große Klasse. Wie Lendl dagegen gehalten hat, wie er vier Matchbälle abgewehrt hat und dann noch das Game gewonnen hat, das war ebensolche Klasse. Fünf beide, vierter Satz. Und 0-15. Zwei super Returns hintereinander von Wendel. Und 0,40.
Noch zwei Breakbälle für Lendl zum 6:5 im vierten. Der ist zu kurz. Macht's Edberg Lendl nach von 0:40 zum Spielgewinn. Vorläufig letzte Breakchance für Ivan Lendl. Und Lendl nimmt diese letzte Chance wahr, geht mit 6:5 im vierten Satz in Führung. Standing Ovations im Louis Armstrong Stadion für Ivan Lendl. 4 Matchbälle abgewehrt und jetzt 6:5 in Führung im vierten Satz. Und er hat mit eigenem Aufschlag die Möglichkeit, den Satzgleichstand noch zu erzwingen. Zwei Punkte fehlen Lendl noch, um in einen fünften Satz zu kommen. Und jetzt 3 Satzbälle, Ivan Lendl. Ein Satzball abgewehrt von Stefan Edberg. Noch 2 Satzbälle Lendl. Und da ist der Satzgleichstand. Nach einer Netto-Spielzeit von 2 Stunden und 53 Minuten reicht Ivan Lendl in Sätzen aus. Gewinnt den vierten Satz mit 7:5. Noch einmal das Ergebnis, die ersten beiden Sätze 6:3 an Edberg, dann 6:3 und 7:5 für Ivan Lendl.